أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Allahumma ja'al amalana kullahu saliha, waj'alhu li wajhika khalisa, wa la taj'al fihi li ahadin ghayrika shay'a. Liebe Geschwister im Islam, eine gewaltige Reihe, Amradul Ummah, die Krankheiten der Ummah, die uns in dieser heutigen Zeit befallen. Und immer mehr Krankheiten kommen zu auf die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ganz gleich, wie sich die Welt ändert, der Koran ist derselbe. Ganz gleich, wie sich die Welt verändert, die Sunna von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist dieselbe. Ganz gleich, wie sehr die Welt sich verändert, Allahs Religion besteht bis zum letzten Tag. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa akmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Heute, so spricht Al-Malik Al-Haq, Allah, heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet. Allahu Akbar. Vervollständigt. Und ich habe meine Gnaden an euch vervollständigt. Und ich bin zufrieden mit der Religion des Islam, eine Religion, wie du keine gleichwertige andere Religion als diese Religion findest. Suche, wie du willst, forsche in der gesamten Welt herum, du wirst immer wieder zu der einzigen Wahrheit zurückkehren, und dieses ist der Islam. Inna dina indallahi al-Islam, wahrlich die Religion bei Allah Azza wa Jalla ist der Islam. Das heißt für dich, o Diener Allahs, du hast ein Medikament gegen alle Krankheiten. Allah Azza wa Jal, er hat dich und mich nicht alleine gelassen. Er hat uns Muhammad sallallahu alaihi wa sallam als Vorbildfunktion geschickt. Aber weil wir dieses Vorbild eingetauscht haben mit anderen üblen Vorbildern, so siehst du jetzt den Zustand der Muslime in der gesamten Welt, dass das muslimische Blut aus einem Körper täglich blutet. Und endlich, wallahi al-azim, derjenige, der bis heute noch geschlafen hat, sieht, was die Kuffar für ein Bild über die Muslime haben. Ihnen ist egal, was mit dem muslimischen Blut passiert. Das ist die Wahrheit. Aber es gibt Langschläfer, die bis heute noch nicht kapiert haben, dass die Kuffar sich nicht um das muslimische Blut kümmern. Nein, es ist muslimisches Blut. Und solange das fließt, kann es ruhig weiter fließen. Aber wallahi al-azim, wer heute noch schläft und denkt, dass die Kuffar etwas Gutes für die Muslime wollen, so ist er einer der größten Juhal. Und verzeih mir dieses Wort, siehst du nicht, was in Syrien passiert? Siehst du nicht, was im Irak passiert? Siehst du nicht, was in Afghanistan passiert? Komischerweise können diese Leute so eine kleine Streitmacht nicht besiegen. Subhan al-Malik, wo sie doch für andere geringere Rechte schon viel mehr an Munition verschossen haben, als für so einen Zweck, wo sie behaupten, dass sie für Menschenrechte einstehen. Heuchler, nichts anderes. Möge Allah Azza wa Jal die Feinde Allahs vernichten. Möge Allah Azza wa Jal sie an diesem heutigen Tage allesamt vernichten. Möge Allah Azza wa Jal die Köpfe der Muslime erheben und die Köpfe der Kuffar erniedrigen. Möge Allah Azza wa Jal uns dieses heute sehen lassen. Das ist das Bild der Kuffar. Aber es geht nicht um die Kuffar. Und ich möchte nicht mit dir über die Kuffar reden, weil wallahi, sie sind nicht stark. Das Problem ist, wir sind schwach. Die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist schwach geworden. Warum? Weil sie genau die Vorbildfunktion Muhammad sallallahu alaihi wasallam aus den Augen verloren haben. Wie viele Leute, wenn sie auf der Straße sehen und sie sehen einen Gläubigen, dann lachen sie über ihn. Schäm dich! Das ist Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mit seiner Rechtleitung. Hast du eine bessere Rechtleitung? Oder willst du die übelsten Kuffar folgen? Ich sage dir Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und du kommst mir mit einem Kafir, der keine Rechtleitung hat? Was ist los mit
Und das Problem ist, dass wir in dieser heutigen Zeit immer noch nicht aufgewacht sind. Und bei Allah, und Allah ist der Wissendste, subhanahu wa ta'ala, wir haben noch nicht das Ende der Erniedrigung gesehen. Denn solange wir uns nicht ändern, wird Allah azza wa jalla diese Erniedrigung nicht über uns hinwegnehmen. Wie er sagt, subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin, hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Allah wird niemals den Zustand von einem Volk ändern, bis sie sich selbst ändert. Aber wir sind immer noch nicht bereit. Wir warten jetzt auf Weihnachten und dann warten wir auf Silvester, damit wir ordentlich unsere Silvesterraketen verpulvern und in der gesamten Welt hungern unsere Geschwister. Aber wen interessiert das? Wer hat das letzte Mal Dua gemacht für seine Geschwister? Und das ist das Mindeste, was man machen kann. Du siehst die Leute, sie sind vertieft in der Dunya. Und sie interessiert nicht, wie es der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam geht. Wir sind Streichhölzer, wenn wir hören, da passiert was, oh, oh, Allahu Akbar, wie kann man das machen? Das passiert durch deine Sinne, das passiert durch dein Kiffen, das passiert durch deine Glücksspiele. Das passiert durch deine unverschämten Wörter. Das passiert, indem du nicht der Sünde des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgst. Durch deine und meine Sünden hat Allah azza wa jalla den Zustand der Umma herbeigeführt. Möchtest du einen Beweis dafür? Allah azza wa jalla sagt mit den Wörtern von den Sahaba radiallahu anhum in der Schlacht von Uhud, als Allah azza wa jalla sie verlieren gelassen hat, so haben sie gesagt, anna hadha, woher kommt dieser Verlust? Warum haben wir verloren? Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist mit uns und zwischen uns und trotzdem hat Allah azza wa jalla uns verlieren lassen. Höre die Antwort von Allah al-Malik. Allah sagt, huwa min indi anfusikum. Es ist von euch selbst. Von euch selbst durch eure Sünde. Und sie haben dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer Sache nicht gehorcht, die Sahaba an dem Tag, beim Krieg, einige der Sahaba, um es zu korrigieren. Und Allah hat sie den Krieg verlieren lassen. Wie viele Befehle vernachlässigen wir heute vom Propheten sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah, wenn er sie wegen einem Befehl das Fürchten gelehrt hat, wenn er sie wegen einem Befehl erzogen hat, dass sie den Krieg verloren haben, was denkst du dann über die Tausende von Befehlen, die wir in der heutigen Zeit nicht erfüllen? Allahumma aslih hadhihi al-umma. Liebe Geschwister im Islam, eine weitere Krankheit, über die wir heute reden, ist an-nasiha. Das bedeutet, dass wenn dein Bruder dir eine Nasiha gibt, einen Ratschlag gibt, so ist die große Frage, warum nimmst du diesen Ratschlag nicht an? Höre erstmal, was bedeutet eine Nasiha in unserer Religion? Die Gelehrten sagen, hier iradatul khair lil mansuhi lah. Das ist, dass du etwas Gutes möchtest für denjenigen, den du auch einen Ratschlag übermittelst, den du auch einen Ratschlag gibst. Frage: Möchtest du das Beste für deinen Bruder? So ist es sehr wichtig für dich und mich, dass wir uns an die Regeln des Islam halten. Denn wie viele Menschen, Muslime, sind heute auseinandergegangen, weil sie die Regeln für die Nasiha nicht gelernt haben. Ey Wallah, die Herzen sind verschieden geworden. Einer, wenn er seinen Bruder sieht, er möchte nichts von ihm hören. Er möchte ihn nicht sehen. Er möchte ihn meiden. Das ist der Zustand in der Umma, in dieser heutigen Zeit. Am Nasiha bedeutet der Ratschlag, dass du eigentlich etwas Gutes für deinen Bruder möchtest, bedeutet Rahma. Das ist Barmherzigkeit an deinen Bruder, die du hier diesbezüglich aussendest, o Diener Allahs. Und diese Nasiha ist sehr, sehr wichtig. Darauf baut unsere Religion. Denn ein Amr bil Ma'ruf, das Gute zu gebieten, fällt in die Nasiha herein. Dass du deinem Bruder das Gute gebietest, dass du deiner Schwester das Gute gebietest, das fällt unter der Nasiha, o Diener Allahs. Und Allah hat uns ausgezeichnet, der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil Ma'ruf wa tanhauna 'anil Munkar wa tu'minuna billah. Ihr seid die beste Gemeinschaft, o Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil wir nur diesen Namen tragen, Muhammad, Ahmad, Mahmud. Allah azza wa jalla sagt weiter, ihr gebietet das Gute und ihr verbietet das Schlechte und ihr glaubt an Allah.
Das ist der Grund, warum wir die beste Umma sind und nicht nur, weil wir einfach uns dem Islam zuschreiben. Höre, was Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda gesagt hat. Man sarrahu an yakuna min hadhihi al-umma falyuaddi shart Allah fiha. Er sagte, wer zu dieser Umma gehören möchte, bedeutet zu den besten Menschen. Allahumma ja'alna minhum. Wer zu den besten Menschen gehören möchte, so soll er auch die Bedingungen dafür erfüllen. Wir gebieten das Gute und wir verbieten das Schlechte und wir glauben an Allah Azza wa Jal. Deswegen sind wir die beste Umma, liebe Geschwister. Aus keinem anderen Grund hat Allah Azza wa Jal uns erkürt, außer dass wir diese Bedingungen erfüllen. Subhan al-Malik, wie viele Leute, wal-Iyadu billah, sie möchten heutzutage in dieser heutigen Zeit keine Nasiha annehmen, keinen Ratschlag annehmen, obwohl das zur Religion gehört und der gesamte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte uns, ad-dinu an-nasiha, die Religion ist an-nasiha, die gesamte Religion ist guter Ratschlag, Allahu Akbar. Das heißt, wenn du verstehst, was diese Wörter bedeuten, das ist eine Sache, auf der unsere Religion aufbaut. Die Religion ist der gute Ratschlag. Subhanallah. Was für ein Gewicht. Lasst uns lernen, liebe Geschwister, welche Ahkam, welche Regeln mit der Nasiha verbunden sind. Frage erstmal an dich, warum nimmst du keine Nasiha an? Denn viele Leute möchten keine Nasiha annehmen. Und das hat mit der Hawa zu tun, mit dem Gelüst, dass viele Leute das nicht ertragen, dass sie vielleicht auch manchmal nur indirekt kritisiert werden. Denn ein Mensch ist von Natur aus ein Wesen, der es liebt, gelobt zu werden. Sobald er kritisiert wird, was nicht einmal richtige Kritik ist, sondern man gibt ihm nur einen Ratschlag, erzählt dieses schon als eine Kritik. Eine Person möchte mir beibringen, wie ich zu handeln habe. Eine Person kommt zu mir und erklärt mir, was ich falsch und was ich richtig mache. Na, so hat es uns unsere Religion beigebracht. Diese großartige Religion, so kam Jarir radiyallahu anhu arda, qala ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Ich kam zum Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, faqultu lah, so habe ich zu ihm gesagt, ubayyi'uka 'ala al-islam, ich werde den Islam bei dir annehmen, ich werde dir den Treueeid schwören, ich nehme den Islam bei dir an. Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, was er sagte, sallallahu alaihi wasallam, nachdem er gehört hat, dass jemand den Islam bei ihm annehmen wollte, und es war Jalil, der gewaltige Sahabi, radiyallahu anhu arda, qal, er sagte, ashtaritu ala nushi li kulli muslimin. Wenn du den Islam annimmst, so mache ich zur Bedingung, dass du jedem Muslim einen guten Ratschlag gibst. Allahu Akbar. Darauf baut unsere Religion auf. Du siehst, dein Bruder, er trinkt Alkohol. Du musst ihm einen Ratschlag geben. Du siehst, deine Schwester, sie ist nicht bedeckt. Du musst ihr einen Ratschlag geben. Du siehst jemanden, der sich die versauten Filme anschaut. Du musst ihm einen Ratschlag geben. Das ist deine Aufgabe, o Diener Allahs. Denn wie soll er sich bessern, wenn er die Wahrheit nicht kennt? Wie soll er sich bessern, wenn er nicht das Richtige vom Falschen unterscheiden kann? In einer Zeit, wo die Leute vom Fernsehen die Religion nehmen, ja sogar und genauer genommen von den Kuffar. Möge Allah Azza wa Jalla uns bewahren. Du musst deinem Bruder, deiner Schwester einen guten Ratschlag geben. Und deswegen sagte er zu Jarir, ich mache zur Bedingung, dass du jedem Muslim einen guten Ratschlag gibst. So sagte Jarir radiyallahu anhu arda, er sagte, Wallahi, oh bei Allah, und er schwört einen kräftigen Schwur. Er sagt, inni lakum lanasihun jami'a, ich bin euch allen ein guter Ratgeber, nachdem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mir gesagt hat, dass ich diese Sache nicht vernachlässigen soll. Nasiha. Und sie ist so wichtig, o Diener Allahs. Aber du kommst zu manchen Leuten und er möchte eine Nasiha nicht von dir annehmen. Warum? Ittiba' al-Hawa. Er möchte seinem Gelüst folgen. Manche sagen dir, ich nehme die Nasiha nicht von dir an, dein Weg war schlecht. Und in der Tat gibt es viele Geschwister, wenn sie jemandem eine Nasiha geben, so gehen sie schroff auf ihn zu und sie sagen ihm, Achi, mach das richtig.
Diese Art und Weise ist nicht islamisch. Und wir sagen aber trotzdem zu dem das gesagt wurde, nimm das trotzdem von deinem Bruder an. Auch wenn seine Methodik falsch war, so ist Ittiba'ul Haqq, das Annehmen der Wahrheit, wichtiger als der falsche Weg, wie er es dir übermittelt hat, dein Bruder. Ja, du musst die Nasiha annehmen. Warum? Weil es hier um die Wahrheit geht, o Diener Allahs. Wenn jemand zu dir kommt und er sagt dir zum Beispiel, ja, warum betest du nicht? Seine Methodik ist falsch und er wird dafür zur Rechenschaft gezogen bei Allah Azza wa Jal. Aber du trotzdem darfst hier keinen Kibir haben, keinen Hochmut haben. Nein, nimm das an, auch wenn es dir wehtut, aber dass du die Wahrheit annimmst, ist wichtiger für dich als der falsche Weg von deinem Bruder, der zur Rechenschaft dafür gezogen wird. Und wir kommen dazu, wie man eine richtige Nasiha gibt, o Diener Allahs. Denn wisse, manche Leute, wal-iyadu billah, sie nehmen nicht die Nasiha an, weil sie Kibir haben, weil sie Hochmut haben. Ein Sohn kommt zum Beispiel zu seinem Vater und er sagt ihn auf beste Art und Weise, oh mein Vater, das ist von der Religion, versuche dem zu folgen, so sagt er, bevor du geboren wurdest, habe ich schon über den Islam Bescheid gewusst, aber er betet nicht. Er weiß so viel, dass er nicht betet. Und er weiß so viel, dass er nicht fastet. Komischerweise haben sie so viel Wissen. Möge Allah Azza wa Jal uns bewahren, das ist Kibir. Das ist Kibir. Und Allah Azza wa Jal, er erwähnt die Sache, وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ. Und wenn zu ihm gesagt wird, höre, was das für ein Munafiq, ein Heuchler ist, und diese Ayah ist über die Heuchler, wenn zu ihm gesagt wird, fürchte Allah. Ja, Achi, trink kein Alkohol, fürchte Allah. Ja, Achi, kiffe nicht, fürchte Allah. Ja, Achi, schau dir nicht die versauten Filme an, fürchte Allah. Was sagt Allah Azza wa Jal? So reißt ihn der Stolz zur Sünde hin. Bedeutet, er verhält sich hochmütig. Die Gelehrten sagen, jama'a bayna al-ma'siyah wal-kibr, er vereinigt zwischen der Sünde und dem Hochmut. Wer bist du, dass du mir sagst, was ich zu tun habe? Hasbuhu Jahannam, Allah sagt, seine Endstätte ist Jahannam, wala biksa al-mihad, was für eine üble Stätte. Das ist der Hochmut, das ist der Kibir. Deswegen nimmt er auch keine Nasiha an. Und der Kibir ist nichts anderes, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Batarul Haq wa ghamtun nas, das ist, dass du die Wahrheit ablehnst. Dass du das, was richtig ist, ablehnst mit dem Herzen und du siehst die Leute als gering, als verächtlich an, weil sie dir eine Nasiha gegeben haben. Subhan al-Malik, was für ein übles Herz, ey Wallah, was für ein übles Herz, das die Wahrheit nicht annehmen möchte. Und diese Wahrheit ist wichtig für dich, denn wenn du ihr nicht folgst, so folgst du der Falschheit. Und du gehörst zu den Leuten der Falschheit. Und Yawmul Qiyamah wird Allah Azza wa Jal zwischen dem Richtigen und dem Falschen unterscheiden. Allahumma ja'alna min ahli al-Jannah ya Rabbal Alameen. Das ist die Sache. Du darfst keinen Hochmut in dir tragen. Egal, auch wenn eine Frau ihrem Mann einen guten Ratschlag gibt, so soll er es annehmen. Wenn ein kleinerer dir einen Ratschlag gibt, so nimmst du es an. Ein kleiner Junge kam zu Imam Malik, rahimullah ta'ala. Und Imam Malik war gerade in der Masjid. So sagte dieser Junge, nachdem er gesehen hat, dass Imam Malik nicht Tahiyat al-Masjid gebetet hat, sondern sich sofort hingesetzt hat, und darüber gibt es unterschiedliche Ansichten der Gelehrten. Er sah, Imam Malik hat sich hingesetzt und der Junge kannte Imam Malik nicht. Er sagte, ja, hada taqila, oh du, so fürchte Allah, das heißt bete, bete deine zwei Rakat. So stand Imam Malik auf und betete. Faqala tullab, so sagten seine Schüler zu ihm, ja, Sheikh, du lässt dir von einem kleinen Kind etwas sagen? Du stehst auf und machst dann diese zwei Rakat? Er sagte, خَشِيْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الَّذِينَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ فِيهِمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. Er sagte, ich habe Angst gehabt, dass ich zu denjenigen gehöre, über die Allah Azza wa Jal sagt, und wenn sie aufgefordert werden, sich zu verbeugen, dann verbeugen sie sich nicht, deswegen habe ich gebetet. Das waren Leute, die weiche Herzen hatten. Aber heutzutage, wenn einer zu uns kommt wegen einer Nasiha, ich habe es erwähnt, auch wenn seine Methodik falsch ist,
Ja, Achi, nehme es an, denn wisse, Wallahi al-Azim, dieses, was er dir gesagt hat, ist Gold für dich, auch wenn er es falsch gemacht hat. Denn diese Art und Weise ist nicht vom Islam, so habe ich es dir erklärt, aber vom Islam ist sehr wohl, dass du die Wahrheit annimmst. Das Annehmen der Wahrheit steht über alles. Über alles. Und daher empfehle ich dir, dass du diese Wahrheit annimmst. O Diener Allahs. Liebe Geschwister, wir sind die beste Umma. Und daher gehören wir zu den Leuten, die auch das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Und dieses ist eine gewaltige Sache in unserer Religion. Denn es gibt Leute, sie wollen keine Nasiha, nicht das Gute annehmen. Allah Azza wa Jal sagt, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Allah Azza wa Jal sagt, verflucht sind die Kinder von Bani Israel mit der Zunge von Dawud und mit der Zunge von Isa. Die haben sie verflucht. Isa und Dawud alaihimassalam haben dieses Volk verflucht. Warum? Allah Azza wa Jal sagt, dieses deswegen, weil sie so eine Sünder waren und übertreten haben die Gesetze Allahs Azza wa Jal. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Sie haben sich einander nicht verboten, das Schlechte zu machen. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Allah Azza wa Jal sagt, wie übel ist es, was sie getan haben. Hast du die Ayah gehört? لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Verflucht sind die Leute von Bani Israel auf der Zunge oder durch die Zunge von Isa und von Dawud. Warum, ja Allah? Weil sie sich einander nicht das Gute geboten haben. Allahu Akbar, der Fluch Allahs, der Fluch Allahs. Deswegen sagte Umar ibn al-Khattab, radiyallahu an, Rahimallah, man ahda ilayya uyubi. Allah soll mit demjenigen barmherzig sein, der mir meine Fehler aufzeigt. Allahu Akbar, der mir meine Fehler aufzeigt, bedeutet, Umar sagte, möge Allah mit ihm barmherzig sein. Umar hat ein Bittgebet für ihn gemacht. Und wenn heute einer zu uns kommt, um uns eine Nasiha zu geben, sagen wir nicht Rahimallah, sondern La'anallah. Allah soll ihn verfluchen. Das ist der Unterschied zwischen uns und den Salaf, die nicht diese Arroganz getragen haben. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Vorweg, o Diener Allahs, wisse, es gehört zur Religion, dein Bruder eine Nasiha zu geben. Aber wisse auch, nicht jeder wird diese Nasiha annehmen. So sagte Luqman zu seinem Sohn, radiyallahu anhu arda, er sagte zu seinem Sohn, höre, ya bunay, aqim as-salah wa'mur bil ma'ruf. وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. O mein Sohn, gebiete das Gute und verbiete das Schlechte. Jetzt kommt es, und sei standhaft. Denn wenn du diese Sache machst, dann musst du Leid für Allah Azza wa Jalla ertragen. Denn nicht jeder liebt es, dass du ihm eine Nasiha gibst. Wie viele hochmütige Herzen gibt es in dieser heutigen Zeit? Allahumma akhrij al-kibra min qulubina. Liebe Diener Allahs, welche Regeln muss ich beachten, wenn ich jemanden eine Nasiha gebe? Die erste Regel ist, dass du Ikhlas hast, dass du dieses nur für Allah Azza wa Jal machst. Wir haben eine Sache, die wir im Islam nennen, Nasiha wa laysat fadiha. Das soll ein Ratschlag sein und nicht eine Bloßstellung, nicht eine Blamage. Manche Leute, sie sehen einen Bruder, der macht Sünden. Dann gehen sie hin und sagen, ach, mach das nicht richtig. Aber sie sehen einen anderen, der dieselbe Sünde macht, und weil sie zu ihm eine bessere Beziehung haben, zu ihm sagen sie gar nichts. Diese Nasiha ist nicht für Allah. Diese Nasiha, wisse, ist nicht für Allah. Manche, sie wollen mit dem Namen Nasiha spielen. Sie stehen auf der Mimba oder irgendwo und dann sagen sie eine Nasiha. Aber er möchte sich persönlich nur rächen. Das ist nicht für Allah. Eine Nasiha ist nur für Allah Azza wa Jal. Und du machst das nur für sein Angesicht. Und dir ist egal, ob eine Person dich dafür kritisiert oder lobt. Dieses ist für Allah Subhanahu wa Ta'ala. Der erste Punkt,
dass du Ikhlas hast, o Diener Allahs. Der zweite Punkt ist, dass du Wissen hast. Du kannst nicht zu jemandem sagen, mach dieses oder jenes und du hast selber keine Ahnung, ob das richtig oder falsch ist. Wie manche Leute in der heutigen Zeit. Er sagt ihm, so wird das in der Religion gemacht, mach das so, aber subhanallah, er hat ihm was ganz Falsches gesagt. Dieses ist nicht richtig und dafür wirst du zur Rechenschaft gezogen, o Diener Allahs, dass du über Allah azza wa jalla ohne Wissen redest. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Wer ist ungerechter als jemand, der über Allah azza wa jalla eine Lüge ist? Daher ist es wichtig für dich, dass du weißt, worüber du redest. Du erkundigst dich und dann gibst du diese Nasiha bi'idhnillah ta'ala. Der dritte Punkt ist Weisheit, dass du dieses auf eine geschickte Art und Weise machst. Wenn jemand zornig ist, ja, dann ist es falsch, in diesem Moment zu ihm hinzugehen und ihm zu sagen, mach das so nicht und du schreist ihn noch dabei an. Er wird noch wütender und noch zorniger werden. Warte, bis er sich ein bisschen beruhigt und dann gehe zu ihm hin. Und Weisheit bedeutet auch, dass du es mit Liebe, mit Freundlichkeit machst, o Diener Allahs, dass du das nicht für dich selber machst, sondern du machst das nach dem Weg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Damit kommen wir zum nächsten Punkt, der damit auch verbunden ist Milde, dass du Lean hast, dass du Milde trägst in deinem Herzen. Allah Azza wa Jal sagt zu Musa und zu Harun alayhi salam, اذهبa ila Fir'aun, innahu tagha, faqula lahu qawlan layyina. Geht ihr beide zu Pharaon, er hat das Maß überschritten und spricht zu ihm milde Worte. Subhanallah, das war Pharaon, das war Pharaon. So sagt Qatada, rahimullah ta'ala, er sagte, Subhana, ma ahlamak wa ma a'zamak, oh mein Herr, wie nachsichtig, wie milde du bist und wie gewaltig du bist. Er sagt, إذا كان هذا حلمك بفرعون, wenn das deine Nachsicht gegenüber Pharaon ist, الذي قال أنا ربكم الأعلى, der gesagt hat, ich bin euer höchster Herr, euer gewaltigster Herr. Er sagt, فكيف حلمك بعبد يقول سبحان ربي الأعلى. Wie ist dann deine Nachsicht mit einer Person, der sagt, Allah ist mein höchster Herr? Wenn Pharaon so behandelt werden sollte, wie solltest du einen Muslim behandeln, der nicht Pharaon ist? Aber leider bei uns ist jeder heutzutage Pharaon. Möge Allah Azza wa Jal uns Barmherzigkeit in unsere Herzen geben. Und ein wichtiger Punkt, dass du es mit Liebe und Barmherzigkeit machst, dass du ihn zur Seite nimmst und ihm dieses nicht vor den Menschen sagst, sondern du sagst ihm das in einem Raum, du sagst ihm das am Rande, so dass die Leute das nicht sehen, dass er merkt, es kommt vom Herzen. Wallahi, sei dir sicher, wenn einer merkt, es kommt vom Herzen, ist es anders, als wenn er merkt, du willst ihn einfach nur bloßstellen. Und ich beende mit einem Beispiel. So hat einmal eine Gemeinschaft gebetet, als sie das Gebet beendet haben, hat einer sich nach links und rechts gedreht und er sagt, Taqabbalallah, Taqabbalallah. Und dieses Sagen von Taqabbalallah ist nicht von der Sunna überliefert, liebe Geschwister, und man soll damit nicht übertreiben. Dann schlug ein Mann seine Hand fest und er sagte, ist das von der Sunna, dass du sagst Taqabbalallah? Schaut mal, was für eine schöne Gegenfrage der andere stellte. Und ist dein Akhlaq von der Sunna? Die Diskussion war vorbei. Wenn jemand falsch handelt, dann dürfen wir nicht falsch handeln. Dann müssen wir richtig handeln. Wallahu ta'ala ala wa ala, möge Allah azza wa jal uns Barmherzigkeit in unsere Herzen legen. Möge Allah azza wa jal uns Liebe und Freundlichkeit unseren Brüdern gegenüber geben. Möge Allah azza wa jal uns auf einem geraden Weg befestigen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qumu ya salam.